Die Tannenbäume der Straße bei Emilie ist sogar der Weihnachtsbaum nackt. Früher war mehr Lametta. Nicht bei den Promis. Die VIPs lieben es üppig und hängen alljährlich ihre Weihnachtsbäume so voll, dass kaum noch dann erkennbar ist. Alle VIPs? Nicht ganz. Eine Bekleidungsverweigerin mag es auch bei ihrem Bäumchen spärlich, Model Emilie Ratajkowski. Die 26-Jährige, die sich selbst am liebsten in einen sündigen Hauch von nichts hüllt, postet sich auf Instagram mit bloßen Nadeln. Ihr Mini-Bäumchen kommt ziemlich trostlos kahl daher, vor allem im Vergleich zu den sonst zu beladenen Promi-Weihnachtsbäumen. Die passen teilweise gerade so in Wohnzimmer oder ellenlangen Flur. Wer so kurz vor Heiligabend schon den Baum geschmückt hat und wer den größten hat und 6 Meter Mistkühlis, 20, Tanne, die sie natürlich weder selbst gefällt noch geschleppt noch geschmückt hat. Schließlich hat der Kardashian-Jener Clan für alles ein Team. So auch für den alljährlichen Weihnachtsbaum-Wahnsinn. Verantwortlich für dieses Schmuckstück ist der Artdirektor der Luxushotelkette Fussy Asoncier Fanes Le Atam. Den auch ein ganz anderes Haus schmückt und zwar sein eigenes. Jefanes Le Atam ist seit diesem Jahr mit Arof Stark Holton Hannes, 29, verheiratet. Und die beiden Ehemänner lassen ihre Luxusvilla funkeln. Praktisch, so einen Artdirektor im Haus zu haben. Da glitzern auch gleich mal 3 Bäumchen am Poll. Der Preis für den sympathischsten Baumschnappschuss geht dieses Jahr an Schauspielerin Rachel Bilson, 36. Die mal ehrlich wohl das Beste aus dem mickrigen Bäumchen gezaubert hat. Verantwortlich für die traurige Tanne? Töchterchen Briar Rose. Die durfte dieses Jahr zum ersten Mal den Baum aussuchen. Und versprochen ist versprochen. Miss Spears, 36, mag es überladen und kitschig. Knallbunte Kugeln, Lichterketten von oben bis unten, so wenig grün wie möglich, das ist der diesjährige Britney-Baum. Der natürlich einige Meter misst und in einem XXL-Wohnzimmer steht. Sogar an Kunstschnee und Kunstrentier wurde gedacht. Schaurig schön. Britneys Kitschbehang wird nur noch von ihm überboten, dem Schmusesinger Ed Sheeran, 26. Der posiert mächtig stolz mit seinem Schätzchen. Vielleicht hat er einfach zu viel Stranert hingeguckt und ein Fable für bunte Lichterketten entwickelt, anders können wir uns den wilden Mix nicht erklären. Der Weihnachtsbaum der Katze, 31, ist natürlich pink. Und sieht bei genauerer Betrachtung auch nicht aus. Schmückt sie mit Tochter Sophia also echt eine Plastiktanne?
Immerhin versteckt sich ein zuckersüßes Detail im Baumschmuck, Danielas Kleine grinst uns als Christbaumkugel an. Die Queen of Christmas darf natürlich nicht fehlen, Mariah Carey, 47, wurde 1994 dank ihres Hits All We Want for Christmas zum wichtigsten Helfer des Weihnachtsmanns. Und seit Jahren zelebriert die Diva das Fest so, als wäre es ganz allein ihres. Quietschbunt und ziemlich schräg. Das kann nur der Baum von Sängerin Miley Cyrus sein. Auch wenn ihre obszönen Tage der Vergangenheit angehören, lebt Happy Miley alles, was in Regenbogenfarben leuchtet. So finden wir in ihrer Tanne unter anderem Gitarrenschmuck und Lametta. Sehr ordentlich geht es bei Sänger Nick Jonas, 25, zu. Der ehemalige Danny Schnuckel postet sich ganz besinnlich. Mit geschlossenen Augen und geöffneten Armen steht er am Baum, der perfektionistisch geschmückt ist. Nur rote und weiße Kugeln durften ran, genau wie ein paar Zupfstangen. US-Moderator Steve Harvey, 60. Feiert dieses Jahr blaue Weihnacht. Vom Ursprungsbaum ist quasi nichts mehr übrig, die Tanne ist mit Kunstschnee und blauen Riesenkügeln überladen. Schräges Detail, die beiden blauen Glaspinguine daneben. Hier war übrigens wieder Promi-Baumschmücker Johannes Leatheim am Werk. Natürlich haben auch die Hiltons schon die silbrig-weiße Festtagsbeleuchtung angeknipst. Paris, 36, postete schon Mitte November die fertig dekorierte Eingangshalle. Die allerdings nicht in ihrem Haus steht, sondern bei Mama Cathy Hilton, 58. Die kann es anscheinend kaum erwarten, dass endlich Weihnachten ist. Miss Mais, 39, räkelt sich mal wieder perfekt inszeniert auf Instagram. Hier wird nichts dem Zufall überlassen, da passt das festliche Kleid natürlich optimal zur Farbe der Christbaumkugeln. Komme endlich in Festtagsstimmung, schreibt die Moderatorin zum Foto. Der Big Bang Theory Star, 32, knutscht zwar gerade vorweihnachtlich im Disneyland mit ihrem Verlobten, zu Hause wartet aber schon der fertige Baum auf die beiden Turteltauben. Und die Schauspielerin hat es sich nicht nehmen lassen, ihre Tanne mit eigenen Initialen zu schmücken. Im Rennen um die größte Tanne des Jahres ebenfalls dabei, Supermodel Cindy Crawford, 51. Die Zweifachmama ist seit Mitte der Woche mit dem Baumschmücken fertig und mag es eher bescheiden. Ein paar Geschenke hier, ein bisschen Schmuck dort, wenige Lichter, fertig ist das Meisterwerk.